Wow, ihr seht ja wieder blendend aus heute. Dankeschön. Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Von uns. Wir drei haben mal Sätze gesammelt, die wir und Menschen mit Behinderung niemals sagen würden. Und wenn euch da noch was einfällt, wenn euch was fehlt oder ihr sagt, das würdet ihr niemals sagen oder Menschen mit Behinderung niemals sagen, schreibt das super gerne mal in die Kommentare. Ansonsten nehmt das ganze Video mit Humor. Wir haben heute einfach mal ein bisschen Spaß. Ich würde sagen, wir legen direkt los, oder? Yes, auf geht's. Los geht's. Ich liebe es, wenn es im Aufzug nach Urin riecht. Gar kein Duft wäre ja langweilig. Oh, oh. Oh, wenn ihr das riechen könntet, das ist so toll. Oh ja, schön. Das riecht köstlich. Es ist so ekelhaft, Leute, ehrlich, ohne Witz. Ich liebe es, einfach mit dem Rollstuhl über die Wiese zu fahren. Wenn ich über die Wiese fahre, ist mein Rollschuh so gut gefedert, dass ich das überhaupt gar nicht merke im Rücken. Für mich ist die Wiese auch überhaupt kein Problem und ich weiß immer, wo ich gerade bin. Hallo? 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 Leroy? Wo seid ihr? Oh, jetzt was Leckeres essen, so ein Burger oder so. Zum Glück komme ich nicht in Restaurants rein. So spare ich Geld. Ist ja nicht so, dass ich Hunger hätte oder so, ne? Augen im Kopf oder was? Ich liebe es, wir sehen die Leitlinien respektieren, sie niemals blockieren oder darauf rumstehen. Bergauf fahren im Rollstuhl ist einfach das Beste, was es gibt. Komm schon! Mein E-Rolli hat wirklich nur Nachteile. Der ist zu schwer, kriegst ihn nicht mal irgendwie ins Auto getragen. It's the one and only Digo Double G. Kommt halt so keine Stufen hoch. Hä? Bergab fahren macht mir als Rollstuhlfahrer gar keinen Spaß. Yes! Jetzt wird's schnell! Weißt du denn jetzt, wie wir es im Dunkeln? Boah, nee, du, weiß ich auch nicht. Aber da vorne ist jemand, den können wir mal fragen. Perfekt. Entschuldigung, können Sie uns sagen, wie wir zum Dom kommen? Ja, das ist einmal da lang. Ach krass, die sieht ja nichts. Also ja, ihr müsst auf jeden Fall hier die Straße runter und dann nach rechts. Ich liebe das, wenn die Menschen nur mit meiner Begleitperson sprechen. Richtig respektvoll. Ich liebe Kopfsteinpflaster. 2000 Jahre später. Kopfsteinpflaster ist auch für mich im Rollstuhl der perfekte Untergrund. Das macht richtig Spaß, ja. Kopfsteinpflaster ist richtig gut für meine Glasknochen. Nicht, dass ihr euch jetzt Sorgen macht, so schlimm ist es jetzt auch nicht, okay? Okay. Hast du Hunger? Boah, ich hab Riesenhunger, ne? Ey, ohne Witz, lass uns mal was suchen, ey. Ja. Kannst du hier irgendwo was entdecken? Oh, ist ja ekelhaft. Ekelhaft. Bah, ey, da popelt gerade jemand richtig doll in der Nase. Oh Mann, ich bin so traurig, dass ich das gerade nicht sehen kann. Also, Verspannungen im Rücken, gerade als Rollstuhlfahrer, kenne ich überhaupt nicht.
Hatte ich noch nie. Boah, das tut überhaupt nicht gut. Das löst überhaupt nicht die Verspannung in meinem Rücken. Massagen helfen gar nicht. Ich kann doch auch die Treppe nehmen mit meinem 150 Kilo Rollstuhl. So, Freunde, das war's jetzt mit dem Video. Seht's auf jeden Fall mit einem kleinen Augenzwinkern. Das Ganze ist nicht so ernst zu nehmen, ja. Wir haben ja ganz viel Spaß gehabt heute. Na, Kübra, was wolltest du sagen? Sag. Der Dreh hat so viel Spaß gemacht. Ganz und genug. Wenn euch noch was einfällt, was wir vergessen haben, solltet ihr das unbedingt in die Kommentare schreiben. Sofort! Schreibt es in die Kommentare, gebt einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat und abonniert den Kanal der Aktion Mensch. Und schaut mal auf Instagram bei Aktion Mensch vorbei. Ganz genau. Um nichts mehr zu verpassen, dann würden wir sagen, bis bald! Ciao! Tschüss.